Hallihallo, ihr Lieben. Top-Spielprognose ist wieder am Start mit meiner Wenigkeit und dem lieben Schnappi. Hallihallo. Ja, moin aus dem kalten, nassen Kiel. Genau, ja, richtig. Und ja, wir haben das Topspiel der zweiten Bundesliga am Start. Der FC St. Pauli gegen den FC Schalke 04. Sprich, der erste gegen den sechsten. Ja, beide trennen gerade mal 6 Punkte. Ja, das ist, hört sich im ersten Moment doch schon etwas ja, viel an. Aber wie gesagt, wenn die Schalke gewinnen, sind sie schon mal wieder mit 3 Zählern dran. Das, und ja, in Schlagdistanz. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen könnten sie sogar, je nachdem wie die anderen Parteien spielen, sogar bis zu einem Relegationsplatz aufrücken. Das wäre auf jeden Fall möglich. Muss man dann mal natürlich schauen. Ja, wobei, kommt dann natürlich auf die Tordifferenz dann drauf an. Und wenn, dann kannst du Regensburg sein, wenn ich das gerade so sehe. Aber egal, ne? Jeder Punkt macht, ist es wert. Und ja, gegen Sandhausen haben sie ja eine gute Leistung gebracht. Was natürlich ein bisschen außergewöhnlich ist für dieses Spiel, dass die beiden Trainer, die beiden Cheftrainer gar nicht auf der Bank sind. Tatsächlich. Sowohl bei St. Pauli, der Cheftrainer Schmidt, glaube ich, heißt er, ist positiv auf Corona getestet worden. Wie jetzt natürlich auch Gramozis, der auch jetzt positiv getestet worden ist. Ich glaube, das musste Weiß machen, oder? Oh, okay. Meinst du? Ja, können wir machen. Weiß ist besser, ja, auf jeden Fall. So, ist ja fast schon, ist ja schon schwarz. Fast schon das. Ja, aber es hat was. Kongstar. Ganz schön eng anliegend, aber mei, er kann es tragen. Ja. So, dann gucken wir mal. Ich habe die St. Paulione, die hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Das wird auch mal interessant für mich. So. Genau. Dann schauen wir mal, was haben wir denn da Schönes so. So, den tauschen wir mal aus. Den lassen wir drin. Aha. Und nicht schlecht, die sind ja gar nicht mal so übel besetzt. Burgstaller, oh ja, so. Sogar noch als Ex-Schalter, Schalker. So. Und doch noch einen richtig guten, ist es nicht der Aminido oder war das nochmal? Die hatten doch, oder ist der schon drin? Ah ne, der Kire, glaube ich, oder wie er geschrieben wird, oder ausgesprochen wird. Ja, das ist auch ein sehr guter Ditkin. Sehr schön. Ja, ja, lassen wir mal so auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns im altehrwürdigen Milan-Tor. Jawollo. Da ist ordentlich was los. Wunderbares Fußballwetter. Etwas frisch, aber trotzdem trocken. Das ist mal wichtig. Guter Rasen. Da haben die Greenkeeper nochmal richtig Gas gegeben. Und da haben wir ihn ja.
den ehemaligen Schalker Burgstaller. Mit der Reingabe und die ist nicht schlecht. Und da sind gleich die Fans da. Da ist ordentlich was geboten. Der Rodde. Jawohl, was für eine Annahme. Und? Ach, shit. Hat er nicht richtig geguckt. Und da gibt's die erste gelbe Karte. So, auch wieder früh im Spiel. Oder probier das direkt mal mit einer direkten Eingabe. Sicherlich auch nicht ganz ungefährlich. So. Hat er ein bisschen Platz? Oh. Kriegt er den noch? Ja, kriegt er noch. Und leicht ins Stolpern, aber die Reingabe war denn nix. So, der Fährmann, der Ralf, darf den Abstoß machen. Kaminski kommt jetzt. Geht oh, jetzt was ist denn das? Oh. Und da kommt Vasilj, keine Ahnung, raus. Benatelli hat den. Ah, schade, Rückgabe. Ach, Mensch. So, Reingabe. Das ist schon Wahnsinn, wie sich diese Mannschaft entwickelt hat. Die hat sich ja in den Grundzügen der Rodde nicht verändert. Ihn wird es sicherlich morgen nicht geben, da er ja verletzt ist, soweit ich weiß. Aber gut. Okay, da wusste ich nicht. Ah, das macht ja nichts. Man kann ja nicht. Da kann mal so schnell was immer mal passieren, ne, beim Warmmachen. Deswegen finde ich es auch Quatsch, dass man dann immer, ne, wir informieren uns zwar schon hier und da mal, aber wenn du jetzt jeden dann rausnehmen würdest, der wirklich nicht spielen kann, ne, das wäre ja. Dann. Wir haben es ja schon hier und da ja schon mal gemacht bei den einzelnen Personen, aber. Jetzt muss St. Pauli wieder kommen. Wie gesagt, es ist schon ein Wahnsinn, was für eine Entwicklung diese Mannschaft genommen hat. Wenn man daran denkt, dass sie im letzten Jahr genau um die Zeit auf einem Relegationsplatz aber für den Abstieg gestanden haben. Mensch. Oh Gott, ey. Der Blüter. So. Ah. Oh. Ein Burgstaller versucht da tatsächlich noch aus diesem Winkel eintragen. Ich habe gerade einen Trikotzupfer gesehen. Ja, ja. Oh, der kommt gut. Oh! Oh! Den konnte er nicht verwerten. Sehr schön gemacht.
Aber der war dann doch zu ungenau. Brrr. So. Oh, der kommt. Der kommt zu genau wieder. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja. Hammer. Der ewige Torjäger der zweiten. Ja. Mhm. Und schon wieder. Aja. Der Hattrick. Was ist denn da los? St. Pauli lässt sich da jetzt richtig abspeisen. Aber so ein Terodde ist halt schwierig zu bewachen. Er weiß genau, wo er zu stehen hat. Ach ja, und dann noch sowas Verbrauchtes. Nee. Oh. Da wird salutiert. Tor für Schalke 04. Die Nummer 9. Simon Terodde. Da haben sie so gut gespielt und jetzt noch in der letzten Viertel. Stunde noch drei Treffer kassiert. Das muss in der Halbzeitpause angesprochen werden. Oh! Puh. Meine Fresse. Oh! Aber da auf der anderen Seite. Aber Fährmann. Fährmann. Rettet. Der ist noch gut. Ach. Meinen. Eieieiei. Puh, 4:0 für Schalke. Wahnsinn. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? St. Pauli komplett erstmal demontiert. Gibt es erstmal großes Diskussionsbedarf in der Halbzeitpause? Definitiv, das wird es auf jeden Fall geben. Ah, und schon wieder so ein Abspielfehler.
Boah. Schön gehalten. Ah, abseits. So, was hat sich St. Pauli vorgenommen für die zweite Halbzeit? Ist da noch was möglich? Ein 4:0 spricht da eigentlich meistens eine klare Sprache. Sehr gut angenommen. Ah, kommt er nicht mit, der Latza. Mensch, Mensch, Mensch. Ach, und da schon wieder solche Abwehrfehler. Boah. Ich sage solche Passfehler. Und da steht er im Abseits. Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Boah, gut gekämpft. Jetzt wird es ein bisschen rau, das Ganze. Ah, da kommt er noch dran, aber ist dann viel mehr überrascht. Und da wird schon gleich ausgewechselt. Latza für Ratakowski. Also Ratakowski für Latza. Gott, warum? Spiel doch vernünftig. Nein. So, und St. Pauli. Sind Sie noch mal da? Kann da noch was gehen? Die Fans sind auf jeden Fall noch da. Sie haben ihre Jungs noch nicht aufgegeben. Er kommt wieder zu genau, das gibt's doch nicht. Ja, blüht doch. Kann das nicht nachvollziehen. Das ist doch der, der in Berlin gespielt hat, ne? Ja, ja. Da haben die St. Paulianer gerade wieder Hoffnung. Oh, schön gemacht. Oh. Ha, den habe ich doch schon ausgesehen. Eieieiei, was ist denn da los? Ein Rabenschwarz hat er für den FC. Dann Pauli. Alter. Oh.
Kommt an nix an. Da sind sie jetzt viel zu weit wieder weg. Das komm schon. Och. Och. Schön. Fährmann. Fährmann holt sich wieder Selbstvertrauen nach den letzten Wochen. Oh. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die kommen, genau das. Also. Das ist ja jeder Schuss drin heute. Schwede. Nein, nichts zu machen. Ach, was war das denn? Oh. Es gibt's nicht. Ach komm. Ja. Nee, kommt da auch heute nicht raus. Ja, jetzt ist doch ein Mittelfeldgeplänkel jetzt. Und da ist es vorbei. 7:1, alter Schwede. Und der Rotte darf den Ball mitnehmen. Meine Fresse. Man of the Match. Ja. 5 Versuche, 5 Tore. Krass, krass, krass. Wie gesagt, das wird morgen definitiv nicht passieren, da Tarotte ja nicht dabei ist. Ja. Aber, ja. Okay, dann ziehen wir die ab, dann geht's 2:1 aus für Schalke. Aber ja. Krass. Ja. Ja. Absolut. Stabil. Ja, wie ich immer so schön sage, Schalke war heute on point. Ja, absolut. War echt. War immer da. Genau. War immer da, hat immer jemand gestanden, wo es sein soll. Gerade hier seht ihr es wieder. Super gemacht. Keine Chance. Für St. Pauli. Von vornherein. Die haben sich ein bisschen was vorgenommen gehabt. Die haben gedacht, komm, wir gucken einfach mal, wenn wir nochmal rankommen, irgendwie mit 1-2 Treffer. Schauen wir mal, wie sich das Spiel vielleicht verlagert, aber das ist leider Gottes nicht passiert. Außer der Treffer. Von St. Paulianer Seite kam sonst nichts mehr. Ja. In dieser. Ja. Schlimme Fehler vom Torhüter da. Ja, richtig, genau. Da sieht man es auch nochmal.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen für die Schalker. Auch ich als Dortmunder muss sagen, wenn sie wieder die Möglichkeit haben, ein bisschen an die Tabellenspitze ranzuragen, das freut mich dann doch trotzdem. Definitiv. Ja, wenn ihr das genauso seht, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Schreibt auch, lasst auch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns schon wieder bei dem nächsten Topspiel. Das dann heißt, müssen wir nicht. Ne, was? Müssen wir gucken. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ja. Bye, bye.